Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Dienstag vor einer Fehlinterpretation der sinkenden Corona-Fallzahlen gewarnt. Yes, of course, the vaccination program has helped, but the bulk of the work in reducing the disease has been done by the lockdown. So, as we unlock, the result will inevitably be that we will see more infection. Sadly, we will see more hospitalization and deaths. And people have just got to understand that. Seit Montag sind in England wieder Geschäfte, Friseure und Außengastronomie geöffnet. Zahlreiche Menschen nutzen die Lockerungen für Einkäufe und den ersten Haarschnitt seit Monaten. Angesichts von Bildern hunderter Feiernder in Kneipen im Londoner Innenbezirk Soho warnten Beobachter, die Fortschritte nicht zu gefährden und die Abstandsregeln weiter einzuhalten. Am Montag hatte die Regierung den höchsten Anstieg von Neuinfektionen seit Anfang April gemeldet. In Südlondon wurden zudem 44 bestätigte Fälle der zunächst in Südafrika entdeckten Corona-Variante B1351 bekannt, sowie 30 Verdachtsfälle. Dutzende Menschen in den Bezirken Wandsworth und Lambeth seien in Selbstisolation, teilten die Behörden mit. Johnson rief seine Landsleute auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen. Die Notwendigkeit einer Anpassung des Corona-Fahrplans sehe er derzeit jedoch nicht. Neben den Impfstoffen von AstraZeneca und Pfizer-BioNTech wird seit Dienstag auch das Präparat von Moderna Impfwilligen in England verabreicht. Mehr als 32 Millionen Menschen, weit mehr als die Hälfte der Erwachsenen, haben in Großbritannien eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.